Aber ich hebe mir das grüne Kraut lieber noch auf, denn vielleicht finde ich ja noch ein rotes oder vielleicht sogar zwei rote. Toll. Genau im richtigen Moment. Okay, Licht ist aus, Leute. Jetzt ist es hier echt ganz dunkel. Ich sehe auch nichts mehr. So, jetzt wieder. Hier ist nämlich gerade das Licht ausgefallen. So, aber für die beiden hat es trotzdem noch gereicht. Ah, hier ist noch einmal grünes Kraut. Okay, da kommt doch schon der nächste Zombie an. Den haben wir auch gleich das Gesicht zertreten. So, jetzt können wir gleich das grüne Kraut. Naja, das ist aber noch ganz schön wenig grünes Kraut. Wir warten lieber noch. Noch bin ich ja noch nicht tot. Oder dem Tode nah. Und so. Oh, immer diese Fähigkeitenpunkte. Davon habe ich echt schon so viel. Und dabei brauche ich die gar nicht. So, die nächste Tür. Ui, da unten ist wieder so ein... Okay, es reicht auch, wenn wir die diese Symbole zerschießen. Da vorne ist auch schon wieder alles unter Strom und auch die Gleise sind zerstört. Okay, wir sollten uns jetzt lieber hier so ein bisschen in den Zwischenräumen aufhalten. Das ist auch recht gut, wenn hier Züge kommen. Oh, oh. Oh, da vorne kommt eine ganze Bande Zombies. Was für ein Scheißtag. Aber sowas von. Also jetzt könnt ihr doch mal eigentlich mal ruhig hinzukommen. So. Boah, und schon wieder hat es mich erwischt. Ach, verdammt. Okay, also ein Zug kommt hier. Ich muss nur schauen, dass ich ihm das nächste Mal auch ausweiche. Schuss. Und dann geht es dort nach vorne. Das heißt, wir lenken jetzt die blöden Zombies eine Weile ab, bis der Zug kommt. Und dann schaue ich einfach nur, dass ich dem Zug ausweiche und der Zug erledigt hier die ganzen Untoten. Was für ein Scheiß. Ja. Deswegen gehen wir lieber ein Stückchen zurück. Oder einfach auf die andere Seite dann, aber... Warum kommt jetzt dieser blöde Zug nicht? Muss ich dafür erst so ein Stück weit nach vorne? Ich stand doch jetzt gar nicht da, wo der Zug kommt. Ist jetzt Leon einfach so todesmutig vor den Zug gerannt, weil ich jetzt nicht die Kombination gedrückt habe. Okay, also wir müssen echt ein bisschen kämpfen und dann kommt der Zug an. Und ja, dann benutzen wir einfach den Zug, um damit hier die Zombies auszuschalten. So, da vorne schnell weggeschossen. Ich bin echt gespannt, was sie mir in der Kathedrale erzählen will, was das alles hier rechtfertigt. Also wenn sie sagt, Leon, Vorsicht, der zukommt, dann hämmer ich jetzt einfach auf beide Tasten. Was für ein Scheißtag. Boah, shit. Zug, du könntest langsam mal vorbeischauen. Ein Zug.
Ach, der ist genau auf der anderen Seite, oder was? Ach so, okay. Also irgendwie ist es jetzt mit diesem Zug hier ein bisschen blöd gemacht, weil ich weiß gar nicht, irgendwie, es kam jetzt keine Tastenkombination, die man drücken musste. Habt ihr ja hoffentlich genauso gesehen wie ich. Und wahrscheinlich muss man auf der richtigen Seite stehen. Die Frage ist nur, von welcher Seite kommt dieser blöde Zug? Ich sehe, ach so, wahrscheinlich ist das nur so eine feste Zuganimation oder sowas in der Art. Was für ein Scheißtag. Also, ihr wisst jetzt, also dass halt immer irgendwie dieselbe Szene benutzt wird, wenn gezeigt wird, wie Leon hier vom Zug mitgerissen wird. Es gibt's doch nicht. Ich bekomme hier keine Tastenkombination angezeigt, die ich da drücken kann. Ist ein echtes Zugdilemma hier. Aber egal, irgendwie kriege ich das jetzt hier noch hin. Dass ich das noch überlebe. Wahrscheinlich ist es wie immer und ich übersehe hier nur einfach was und ihr beißt euch gerade schon wieder in die Finger, warum ich da irgendwie jetzt die ganze Zeit sterbe. Ja, aber immerhin kann man bei... Ach cool, man kann ja auch so coole Moves machen. Ach sogar. Okay. Also diesmal kam der Zug hier definitiv auf dem linken Gleis. Was für ein Scheißtag. So, woher kommt dieser blöde Zug jetzt? Yuga will's wissen, woher kommt der Zug? Okay. Hier muss man auf der richtigen auf der richtigen Seite stehen, dass man vom Zug nicht erwischt wird. Habe ich diesmal zum Glück geschafft. So, jetzt sind die blöden Zombies dran. Also ich habe gerade keine Power. Vielleicht mal etwas Munition mitnehmen. Okay, aber ein Zombie lebt hier noch. Ja, man hat ja nicht so viel Ausdauer für diese ganzen Nahkampfattacken. Deswegen ist der gute Leon hier auch gerade Seitenstechen. So, haben wir jetzt alles mitgenommen. Sieht so aus. Haben auch wieder ein bisschen Munition. Das beruhigt mich. Mein Leben sieht eigentlich auch noch in Ordnung aus, also... Sag ich mal einfach, wir haben jetzt hier diesen Abschnitt erfolgreich schon fast überstanden. 60 Meter noch bis zum Ziel. So, da vorne steht schon der nächste Zug. Oh oh. Der Zug ist tot. Oh oh. So, Kopf zerschossen. Wir können jetzt hier nach oben. Und müssen jetzt, ja, durch den Zug. Okay, durch den Zug. Die kriegen wir nicht auf. Ich will mich da drin mal umsehen. Helfen Sie mir rauf. Lassen Sie mich hier nicht zurück. So, jetzt müssen wir hier eine ganz kurze, Okay. Eine ganz kurze Team-Kombo machen. Gut. Kontrollpunkt. Okay, jetzt müssen wir hier warten. Oh, jetzt geht die Tür hier auch wie von... Ja, Geisterhand geht sie plötzlich auf. Und das sind hier die Passagiere. Okay.
Der erste, ja. Ach, gut, sehr gut. Der erste Zombie kam da oben von der Decke gefallen. Jetzt ist er tot. Oh, oh. Es scheint hier noch ein paar Lebendige gegeben zu haben. Ein paar Menschenwesen. Ich traue dir nicht. Du bist doch ein Zombie. Na gut, du bist kein Zombie. Aber du. Der Klassiker, es ist still. Zu still. Okay. Da vorne. Wollte schon sagen, dem scheint da irgendetwas aus dem Magen herausgebrochen zu sein. Oh Gott, eine Spuckerin. Emergency Exit, das ist gut, da möchten wir doch hin. Und da hinten scheinen auch noch mal ein paar Zombies nachgerückt zu sein. Aber um die kümmern wir uns hier gleich. Ah, zertreten. Okay. Glück gehabt. Und das nächste Abteil. In der Straßenbahn des Todes. Ja. Vielmehr die U-Bahn des Todes. Okay, du bist wirklich tot. Wie sieht's bei dir aus? Ah, okay. Da ist MC Hammer. Aber wir geben ihm eine Kugel in den Kopf. So. Schön anvisiert. Gleich eingelocht quasi. Die Fähigkeitenpunkte noch mitgenommen. Und okay, der steht da ein bisschen doof rum. So. Lieber etwas Munition gespart. Vorne ist schon der nächste Zug, aber... Ah, wir haben hier auch die Haltestelle erreicht. Vielleicht die Haltestelle Kathedrale, wo wir ja hinwollen. Tall Oaks. So heißt auch diese Stadt hier eigentlich, oder? Also die Stadt hier bei Resident Evil 6. So, ich denke mal, in die U-Bahn kann man hier nicht hinein. Kann man einmal schön zutreten. Kommt nur noch ein wenig Sprengstoff. Den... Gut, okay. Ich dachte schon. So, noch mehr Sprengstoff. Also... An Sprengstoffmangel leiden wir hier ganz bestimmt nicht. So, kann man hier rein? Nee, ist alles zu. Dann müssen wir jetzt hier... die Taste betätigen. Um den Weg nach Tall Oaks. Oh oh. Hey! Hey! Machen Sie die Tür auf! Schnell! Ich muss Peter retten! Bitte! So werden wir nie bei der Kathedrale ankommen. Ja, schon wieder ein. Na los, wir müssen sie da rausholen. Ein Überlebender? Oder hey, nein, eine nicht Über. Aufmachen. Nein. Ich würde da nicht aufmachen. Peter! Peter! Halte durch! Ich komme! Nein, ich glaube. Igitt! Okay, ja. Boah, shit. Wieder so ein Spucker dabei. Gut, dann lieber gleich in den Nahkampf gehen. So. Kaputt getreten. Jetzt gibt's hier auch noch ein paar Kicks. Ja, ich muss diesen Spitter da oben ausschalten. Weil der macht uns jetzt hier echt gerade den meisten Ärger. Und der hält auch ein paar Kugeln in den Kopf aus. Also wie ihr da seht, ich bekomme den seinen Kopf nicht kaputt geschossen. Na toll, jetzt kommt er hier auch noch an, aber es kommt Helena gleich und hilft.
Oh, sehr nervig hier, dass die ihre Köpfe nicht kaputt gehen. Oh, da kommt schon der nächste Zombie. Und ja, oh, er ist meinem Schüssen ausgewichen. Ah, Munition. Die brauche ich. Ah. Wer von euch ist der Spucker? Ah, so, geholfen habe ich. Ah. Okay, ich muss jetzt ganz, ganz schnell ins Menü rein. Ablegen. Dankeschön. Einnehmen. Gut. Oh. So, hier, komm her. Und zack, Schädel ab. So. Ja. Für dich nur schnell hier eine Nahkampfattacke. Gut, keine Munition mehr. Mit dem Leben sieht es auch nicht sonderlich gut aus. Gut, wenigstens Problem Munition wäre ein wenig eingedämmt. Worauf... Okay, da unten kommt jetzt noch jemand angerannt. Wir sollten hier oben schnell weiter. Helena, Helena! Ah, toll. Ich hab doch gesagt, wir sollten lieber... So, können wir jetzt dann weitergehen? Dankeschön. Na toll. Wenn ich nicht gleich ein Erste-Hilfe-Spray oder so... Oh Gott. Der da in der Hand. Naja, ist jetzt egal. So, ist er wenigstens tot. Gut, Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Ziemlich schlecht. Hölle auf Erden ist keine Übertreibung. So, ein bisschen Munition mitgenommen. Ja, toll. Hölle auf Erden erwartet uns da oben. Das klingt nicht unbedingt danach, als ob ich da mein nächstes Picknick abhalten möchte.